Ja moinsen und willkommen zu einem weiteren Video. Ihr wisst es, Yo-Kai Watch 4 erscheint am 20. Juni in Japan auf der Nintendo Switch und dementsprechend auch im japanischen Nintendo Switch eShop. Leider gibt es bislang noch keine Infos, wann es Yo-Kai Watch 4 endlich zu uns in den Westen schafft, also Europa und Amerika. Aber, Brüder, ich wäre ja nicht Rede und Kai, wenn ich es mir nicht doch irgendwie kaufen würde. Und genau das tun wir heute. Ich erkläre euch heute, wie ihr Yo-Kai Watch 4 aus dem japanischen eShop kaufen und auch sogar runterladen könnt. Quasi Preload-mäßig. Man kann das Spiel jetzt schon runterladen und es dann am 20. Juni, wenn es dann erscheint, direkt spielen. Man kann das Spiel dann direkt starten. Und genau das machen wir heute. Wir werden das Spiel heute kaufen, preloaden, runterladen. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch 4 sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde sagen, wir starten durch, gehen in den eShop rein. Ganz wichtig hier aber, ihr müsst einen japanischen Nintendo-Account haben, weil im europäischen, im amerikanischen und im sonstigen regionalen eShops wird es dieses Spiel nicht geben. Es gibt es nur in dem japanischen eShop, dieses Spiel. Und deswegen wähle ich jetzt gerade mein japanisches Konto aus. Wie ihr euch einen japanischen Nintendo-Account machen könnt, ist ziemlich easy. Ihr geht auf die Nintendo-Seite, macht euch einen Nintendo-Account und wählt die Region Japan aus. Das Land kann deutsch sein, aber ich glaube, es geht um die Region. Denn solche Spiele hier werden es, also solche japanischen Spiele wird es nicht in dem, ja, europäischen eShop geben oder solche Spiele werden es nicht in den europäischen oder amerikanischen eShop schaffen, weil es halt einfach Spiele sind, die auf den japanischen Spielemarkt zugeschnitten sind. So auch Yo-Kai Watch 4 und seit gestern ist das Spiel vorbestellbar und zwar unter diesem Reiter hier. Wir scrollen so ein bisschen runter und sehen hier, zack, Yo-Kai Watch 4 ist vorbestellbar, preloadbar und es gibt sogar 10% Rabatt. Ja, wenn das nicht Gönjamin ist, weiß ich auch nicht. Bevor wir es kaufen, wie gesagt, macht euch einen japanischen Nintendo-Account, solltet ihr jetzt auch ambitioniert sein, es zu preloaden. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr dieses Spiel am 20. Juni spielen könnt, mit einem japanischen Nintendo-Account. Geht, wie gesagt, auf die Nintendo-Seite, macht euch einen Nintendo-Account mit der Region Japan und dann ja, dürftet ihr dann euer Nintendo-Account-Konto hier verknüpfen können mit einem neuen Benutzerkonto. Und ich glaube, ich muss es euch nicht ganz genau erklären, ihr wisst es. Ansonsten guckt euch auf Google oder auf YouTube irgendwelche Tutorials an, die euch das besser erklären, als ich es hier könnte. Innerhalb dieses Videos. Wie gesagt, japanischer Nintendo-Account ist unfassbar wichtig hierfür. Den haben wir jetzt gemacht. Und ich komme mir gerade echt so vor, als müsste ich halt echt noch erklären, wie das geht, ne? Ich mache das jetzt nicht in diesem Video. Ich glaube, ich habe es sogar mal erklärt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Es kann sein. Es kann aber auch nicht sein. Habt ihr euch jedenfalls diesen japanischen Nintendo-Account gemacht und habt ihr mit eurer Switch verknüpft, geht ihr hier natürlich auf, den Code, den ihr halt eben einlösen wollt. Denn, Yo-Kai Watch 4 ist nicht kostenlos, es kostet Geld. Und zwar insgesamt ungefähr 6.000 Yen. Ich habe das gemacht, indem ich mir japanische eShop-Karten gekauft habe. Keine Angst, ich habe jetzt nicht irgendwie aus Japan welche hierhin verschiffen lassen oder so, sondern ich habe mir digitale gekauft. Das geht am besten, wie ich finde, auf PlayAsia. Ich bin nicht mit denen verpartnert. Kein Hashtag Werbung an der Stelle, ja. Ich habe aber auf der Seite sehr schnell meine eShop-Codes bekommen. Und zwar einmal einen 5.000 Yen eShop-Code und einen 1.000 Yen eShop-Code. Das dazu. Ich habe dann quasi per PayPal bezahlt in Euro, habe die dann quasi in Yen bekommen, diese japanischen eShop-Karten, logisch. Und habe die dann quasi hier eingelöst. Das wollte ich euch nicht zeigen. Aber ich kann euch sagen, nachdem ihr quasi diese eShop-Karten, diese digitalen eShop-Karten gekauft habt, bekommt ihr sofort die Codes gut geschrieben. Ich habe hier und da gelesen, dass es auch Stunden dauern kann. Vollkommener Quatsch, bei mir hat es sofort geklappt. Ich habe die Codes sofort nach dem Kauf bekommen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier 6.000 Yen gut geschrieben
Und die werden wir jetzt schön in Level 5s Rachen reinbuttern. Und zwar genau hier. Es ist endlich soweit. Wir gucken uns ganz kurz die Bilder an. Denn das ist natürlich auch Gönjamin. Warum denn nicht? Natürlich hier das grobe Cover von Yo-Kai Watch 4. Hier gibt es noch Trailer, die haben wir aber auch schon alle gesehen, glaube ich. Den müssten wir auch gesehen haben. Nein, das ist neu. Kobasan. Das ist neu. Ich gucke das mal ganz kurz. Oh ja, Kobasan Sirius. Ey je. Sehr schön. Ich weiß aber nicht, ob man irgendwie profitiert, wenn man dieses Spiel digital kauft. Also ob du irgendwelche Goodies bekommst oder sowas. Wenn du es vorbestellst. Keine Ahnung. Jedenfalls das soweit die Screenshots vom Spiel. Hier natürlich der alte gute Körper Klaus, den wir auch schon aus dem Trailer gesehen haben. New Yorker City. Und irgendwas bekommt man hier. Ich weiß nicht was. Ist aber auch vollkommen egal. Es gibt hier wohl auch Skillbäume. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir kaufen das Spiel jetzt im Nintendo eShop. Und zwar genau hier. Es kostet 5812. Ist wie gesagt um 10% reduziert. Und jetzt haben wir es. Sehr schön. Wird es auch schon runtergeladen? Wir haben auch jetzt 291 eShop-Dingens-Kirchen-Coins bekommen. Okay. Dann lass uns mal rausgehen. Und vielleicht wird es sogar schon runtergeladen. Denn laut... Je, da haben wir es, meine lieben Siriusse. Je. Ich werde es jetzt runterladen. Natürlich, ganz klar, ich kann das Spiel noch nicht spielen. Vor dem 20. Juni. Da gibt es eine Blockade, die das verhindert. Ich werde auch brav bis zum 20. warten, beziehungsweise bis zum 19. 17 Uhr, denn nach der japanischen Uhr, das Spiel erscheint ja am 20. Juni in Japan, also quasi um Mitternacht. Genau wie auch bei uns im Westen Spiele am Freitag um Mitternacht erscheinen. AAA-Titel von Nintendo. Bestes Beispiel zum Beispiel Pokémon Let's Go oder so. Das erscheint ja, das ist ja auch zum Beispiel am Freitag 0 Uhr erschienen. Und das wird wahrscheinlich in Japan genauso sein. Und wenn man da diese Zeitrechnung beachtet, dass wir in Deutschland 7 Stunden, ich sag mal, hinter Japan sind, wäre quasi der Zeitpunkt, wo ich das Spiel spielen kann, nicht Mitternacht, sondern 17 Uhr. Und das wird heißen, dass am 19. Juni um 17 Uhr das Spiel spielbar für mich sein wird. Wenn ich richtig rechne, ich weiß, schreibt es in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich falsch gerechnet, vielleicht richtig, schreibt es in die Kommentare. Aber ich bin der Meinung, 19. Juni, 17 Uhr dürfte ich es spielen können. Und da wird natürlich direkt das Let's Play hochgeballert. Das ist Bescheid. Ganz kurz nochmal hier zu den eShop-Karten. Die haben mich ungefähr 60 Euro gekostet. Ja? Und 6.000 Yen umgerechnet fast 50 Euro sind. So ungefähr 49, 50 Euro. Kurz vor 50. 49 Euro ein paar zerquetschte. Ich habe allerdings 10 Euro mehr bezahlt. Also ungefähr 59 Euro. Kurz vor 60. Der Grund dafür ist... Naja, PlayAsia dachte sich wahrscheinlich so, ja, ein bisschen Geld kann man sich ja zwischendurch nochmal einstreichen. Und so ist es halt auch. So, ich will mal ganz kurz was rausfinden. Und zwar natürlich Version 1.0. Ich hätte auch eigentlich ganz gerne das Spiel als Retail gehabt, aber das hätte mit der Verschiffung zu lange gedauert. Vielleicht bestelle ich es mir irgendwie von PlayAsia als Boxversion. Muss dann wahrscheinlich einen Monat warten, bis ich es kriege oder so. Ich habe keine Ahnung, wenn das überhaupt über den Zoll geht. Aber ich guck mal ganz kurz hier bei Software, ob es schon drin ist, ob es schon eingespeichert ist. Dürfte, glaube ich, ungefähr 4 GB oder so haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. 5 sogar, okay. Also 5,1 GB hat das Spiel. Ich weiß nicht, ob das schon jemand wusste. Aber ihr wisst es jetzt. Das so als wichtige Information. Also wie gesagt, ihr zahlt bei PlayAsia 10 Euro mehr. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwelche Seiten gibt, bei denen ihr diese digitalen eShop-Codes direkt bekommt und nicht mehr bezahlt. Ich weiß es nicht. Also vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Ich kann es mir aber vorstellen. PlayAsia ist ja so das Bekanntere von den, ich sag mal, ja, Asia-Online-Shops, wenn es um Gaming geht. Na gut, Brüder, da hätten wir das Video auch wieder schön auf 10 Minuten gestreckt, aber das muss auch hier und da mal sein. Gerade bei 60 Euro, die ich da jetzt gerade eben reingebuttert habe,
muss das Geld ja auch zwischendurch mal eingestreicht werden. Brüder, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich war euch eine Hilfe. Wie gesagt, japanischen eShop-Account machen, den Account dann hier verknüpfen, dann geht ihr quasi... Ja, wo geht das denn eigentlich nochmal? Hier irgendwo, bei Benutzer oder so, ne? Bei Nutzer müsste es sein. Nutzer hinzufügen, fügt dann euren Nintendo-Account ein, der japanisch ist, und dann könnt ihr in den eShop gehen. Dann holt ihr euch quasi die 6000 Yen. Ich habe es halt gemacht mit einer 5000er digitalen Karte, einer 1000er. Ihr könnt auch 2x 3000 nehmen, es ist, glaube ich, vollkommen egal. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Vielleicht zahlt ihr bei den 3000 Yen eShop-Karten sogar ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Brüder, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war, wie gesagt, eine Hilfe. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr, wie gesagt, auf diesem Kanal neu seid und ihr mehr von Yo-Kai Watch 4 sehen wollt. Es ist bald soweit. Es sind nur noch knapp 2 Wochen. Es ist unglaublich. Das Spiel erscheint nicht sogar am Freitag. Jetzt fällt es mir gerade auf. Das Spiel erscheint schon am Donnerstag in Japan um 0 Uhr. Donnerstag ist der 20. Das heißt, Mittwoch, meine Kerle, wäre schon der 19. Und dann könnten wir es da schon zocken. Genau. Nintendo. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Noch knapp 2 Wochen bis Yo-Kai Watch 4 Release. Ich raste vollkommen aus. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Tschüss!